meine Lieben, viele von euch suchen sicherlich ein schnelles und gesundes Gericht. Und die Buddha Bowl eignet sich da sehr, sehr gut für, weil man kann unterschiedliche Zutaten zusammenschmeißen und hat dann ein vollwertiges Mittagessen oder Abendessen. Ich zeige euch jetzt eine Kombination, die ich sehr gerne mache, besonders wenn ich Zeitdruck habe. Und es geht super schnell. Als Kohlenhydratquelle nehme ich jetzt Reis vom Vortag. Das habe ich eigentlich immer ein bisschen da, dass ich immer ein bisschen Reis übrig habe. Und ich koche auch gerne ein bisschen vor. Wer jetzt keinen Reis da hat und die Zeit auch nicht hat, den frisch aufzukochen, als Alternative passt auch sehr gern Couscous. So fertig Couscous, den ihr einfach mit heißem Wasser kurz aufgießt, 5 Minuten wartet und dann ist der auch bereit. Als allererstes kümmere ich mich ums Gemüse. Ich habe hier einerseits Rotkohl, den schneide ich in dünne Streifen, um den dann bereits in meine Schüssel zu geben. Nach dem Rotkohl nehme ich dann noch Karotte und Gurke, damit es auch schön in meine Buddha Bowl passt, könnt ihr es entweder in Würfelchen schneiden. Ich nehme einfach einen Sparschäler und schäle das Ganze zu so einer Art Sudels oder Nudels, die man dann ebenfalls in die Schüssel gibt. Dann nehme ich noch ein paar Tomaten, weil das immer ein bisschen Frische reinbringt. Die schneide ich lediglich in kleine Würfel und dann kommen wir auch schon zu unserer Soße, weil Soße macht letztendlich das ganze Gericht aus. Für die Soße nehme ich jetzt eine halbe Avocado, dann noch etwas Knoblauch und beides gebe ich erstmal in meinen Hochleistungsmixer gemeinsam mit Cashewnüssen, etwas Wasser, Dijon-Senf, Salz, Pfeffer und natürlich noch ein bisschen Sojasauce und Zitrone. Und für das extra Protein in unser Buddha Bowl gebe ich jetzt noch schwarze Bohnen rein. Die habe ich aus der Dose. Ihr könnt natürlich auch andere Bohnen nehmen, wie Kidneybohnen oder Eier, wenn ihr Eier esst. Oder jetzt noch ein bisschen Fleisch oder Tofu. Das überlasse ich euch. Ich nehme auf jeden Fall meine schwarzen Bohnen noch. Und so schnell ist unser Buddha Bowl fertig. Ihr könnt die Soße schön über die Schüssel geben und am Ende natürlich alles miteinander verrühren und genießen. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Ich verlinke euch unten in der Infobox meinen Blog. Dort schreibe ich nochmal genau hin, wie viel von was ich genommen habe. Und dann wünsche ich guten Appetit. Tschüss!